Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part haben wir etwas über Riodos Vergangenheit erfahren, vor 3 Jahren ungefähr. Was damals mit Melfis passiert ist, warum das Dorf ihn verschmäht, was, wie ich schon am Ende des letzten Parts erwähnt habe, irgendwie trotzdem merkwürdig ist, weil man hat ja einfach gesehen, dass Riodo da selber drunter gelitten hat. Rina war wie eine Schwester für ihn und er wurde von seinem Bruder verraten. Und hat halt heulend neben dem toten Körper von Rina gelegen und hat halt einfach nur die ganze Zeit geheult. Und dann heißt es auf einmal, ja, weil dein Bruder so Scheiße gebaut hat, musst du jetzt hier das Dorf verlassen. Weil du ja sein Bruder bist. Das ist Schwachsinn, aber egal. Nun gut, Sky hat Elena verraten. Wir wollen sehen, was los ist. Wir wollen jetzt zum Grail Mountain. Da, wo alles seinen Anfang genommen hat. Und vielleicht erfahren wir ja mehr davon, über die ganze Geschichte. Und die letzten Löcher werden gefüllt. Wir gehen zum Grail Mountain. Melfis muss dort sein. Lass uns leise dorthin gehen und ja, in dem Morgengrauen lang gehen. Wir gehen zum Grail Mountain. Es ist ziemlich hässlich geworden. Es ist so hässlich geworden, dass niemand mehr dorthin geht. Wir werden zu dem Ort gehen, wo die Hörner von Weimar versiegelt sind. Und dann werden wir das erledigen. Ja, das waren wahrscheinlich die Hörner von Weimar, die da auf den Boden kamen. In der Sequenz. Wie gesagt, das passt halt irgendwie nicht. Also, ich hoffe mal, dass da noch irgendwie ein besserer Grund kommt. Ansonsten wäre das echt ein ziemlich blöder Plothole. Na gut, wir wollen sehen. Wir wollen zum Grail Mountain. Grail Mountain Road 1. Und hier schon die ersten Monster wieder. Was ist eigentlich dieses komische Zeug? Wie schrecklich! Was ist das alles? Ein Zeichen von Warnung. Von den Hornen von von Melfis. Mein Dorf wurde auch so hinterlassen. Ich fürchte, was passieren könnte, wenn Melfis das findet, was er sucht. Dein Mord ist sein. Ja, Mord ist sein Grund. Was? Oder sein Ziel. Melfis muss nicht die Kontrolle. Melfis darf nicht die Kontrolle über diese Kraft haben. Wir müssen ihn stoppen. Riodo! Genau, Gatta war's. Was machst du hier, Gatta? Riodo, das war an der Tür von deinem alten Haus. Warte an dem Plateau der Erinnerung. Melfis. Melfis muss gestoppt werden, Riodo. Du musst das für mich tun. Du musst ihn töten. Wir sind alle in Gefahr, während er lebt. Er hat Wahnsinn schon lang genug verbreitet. Und du bist der Einzige, der ihn besiegen kann. Jetzt, das ist halt die Sache, weißt du, das ganze Dorf verschmäht mich und jetzt sind sie alle doch irgendwie freundlich und also, das halt sagen, er ist nicht willkommen, warum? Er hat ja selber nichts gemacht, der kann auch nichts dafür, dass er nicht. Blöd einfach nur. Und er will ja Melfis selber stoppen. Ich meine, ja, okay, sie wollen halt nicht mehr so viel mit Melfis allgemein zu tun haben und werfen das halt vielleicht dann auch in die Richtung von Riodo. Das macht halt einfach keinen Sinn. Das macht einfach so keinen Sinn. So, dann schauen wir mal hier, was wir hier für neue Fähigkeiten haben. Na, das war doch schon mal ziemlich gut. So, dann zeigen wir den schönen Tornado. Ich bin gespannt. Release Wind. Sag bloß, dass jetzt genau dieselbe Animation wie der Holzflash.
so ziemlich. Okay. So ziemlich dieselbe Animation. Na gut. Kann man wohl nicht ändern. Bisschen langweilig, aber okay. Mein Gott. Gibt wohl Schlimmeres. So. Wo kann ich denn jetzt lang? Wo sollte ich lang? Ich kann nach oben, ich kann nach unten. Also nach Norden und nach Süden. So, dann machen wir erstmal hier die Toad kaputt. Machen wir die Toad noch um. Jawohl. Kein Problem. Und wir kriegen Dynamit. Nett. Marek steigt bald wieder ein Level. Was haben wir denn hier so? Okay, hier kommen wir nicht weiter. Da haben wir einen Vogel. Die sehen aus wie der erste Bossgegner aus Köln, ja? Playbirds, sie heißen sogar so. Cool. So, dann will ich mal den Angriff ausprobieren. Hattest du noch irgendwas gegen Stern? Ich glaube, das ist nichts Neues, ne? Nee. Ah, Tremor. Habe ich nicht wirklich Lust gerade drauf. Sky, take flight. Deswegen. Lass das bitte. Here goes! Flying Tensei Ken! Bam! 2680, jawoll ja! Ja, das ist schon cooler. Okay, da kommen wir aber wahrscheinlich nicht mehr dazu, um zu stoppen. Feather Needle. Okay. So, den Rest können wir jetzt einfach nur rushen. Sollte kein Problem darstellen. Einfach weil Tio auch so schnell ist. Bam, badam, bam. Die geben aber gut Punkte hier. Okay, und da habe ich ein Item. Makibishi. Ja. Genau. Deswegen weiß ich jetzt auch, was das ist. Das Ding jetzt. Dieses. Ah, da. Das ist eine Bombe. Oh, 600 Power. Irgendwie nicht so toll, wie ich erwartet hätte. Ja, noch ein Hinterhalt. Verdammt! Das könnte wehtun. Probieren wir mal Quake aus, das haben wir auch noch nicht. Au. So, dann lass mal Quake sehen.
eine direkte Animation. Okay, dafür, dass das ein Erdzauber ist, sieht das ziemlich feurig aus. Aber okay. Das sieht eher so wie so ein Boom-Zauber aus, aber... Ich will mich mal nicht beschweren. In diesem Fall. Ja. Auch kalt. Schön einen nach dem anderen abfertigen. Ah, verdammt. Cancelt. So. Finde ich hier denn jetzt noch was? Noch mehr Geld? Okay. Hier kann ich halt auch schon wieder weitergehen. Okay, und das tut auch weh. Ich gehe erstmal zurück. Und schau mal den anderen Weg lang, weil hier geht es dann doch noch ein Stückchen weiter. Vielleicht führen sie auch irgendwo wieder zusammen. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall können wir uns hier erstmal wieder ausruhen. Noch ein guter Grund, mal kurz zurückzugehen. Was ist für ein Geräusch? Ich höre immer wieder 1000 G. Da oben ist irgend so ein Vieh, was diese Geräusche macht. Okay, aber da kommen wir momentan anscheinend nicht hin. Da oben ist nämlich ein Item und da ist auch dann das Ding. Okay, aber es ist gut nochmal zurückzugehen, da haben wir nämlich dann das Geld gefunden. Da das hier anscheinend der richtige Weg ist. Au. Aha. Neue Waffen für Tio. Oder Tia? Tio war's. Double Moon. Hört sich doch gut an. Und das Ding kann ich jetzt einfach reinschieben, das ist auch nett. Und wenn das ein Grab ist, dann ist es echt nett. Das Grab einfach mal als Abflussstopp zu nutzen. Lässt sich wohl nicht anders lösen. Oh, Ents. Das ist auch interessant. Ents haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn es dabei geblieben wäre. Ja, die halten anscheinend ganz gut aus, ne? Ja, es geht. Ist halt so, dass Gegner im Allgemeinen jetzt relativ viel aushalten, ne? Ah, ich kam nicht mehr rechtzeitig dazu, schade. Ich hätte ihn gerne abgebrochen. Und da kam leider kein von da raus, schade. Lena übernehmen. So. Wir sind dann Critical. Wunderbar. Und damit erledigt. Also wenn ich so time mit den Criticals, geht's immer gut. Und gegen einzelne Gegner ist es natürlich auch um einiges einfacher, als wenn man dann 4 oder 5 Gegner hat.
Da die Criticals richtig zu timen, wird halt ein bisschen schwer. Wie halt alles hier geht ist. Ich mache einfach nochmal einen Tremor rein. Ich treffe noch nicht alle. Schade. Black. Naja, treffen wir wenigstens die, die wir treffen können. Das ist ja auch genug Schaden, um sie dann zu erledigen, wie es aussieht. Jawohl. Ah, verdammt. Aber er trifft nicht. Haha. Wenn er dann angegriffen hat, während Tio noch weggerannt ist. Sehr schön. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Da können wir lang. Da können wir scheinbar nicht lang. Da drüben ist irgendwas. Ein Skillbuch? Auf jeden Fall irgendwie so eine Art Item oder was. Mal sehen, wie wir da hinkommen. So, da hoch müssen wir wahrscheinlich lang. Ich will halt aber, wie gesagt, erstmal zu dem Item. Während hier in dem Sumpf wird man langsamer. Okay. Dann fangen wir doch mal damit an. Und heizen den Bäumen mal ein bisschen ein. Oh ja. Ja, ja, ja. War zu erwarten. Feuer ist ziemlich gut gegen Bäume. Drei Leute gleichzeitig den Baum einhauen, dann hat er natürlich auch nichts zu melden. Gut. Das war ziemlich okay. So, wir sind jetzt auch da oben, wo wir schon waren. Face Paint. Okay. Also, wenn man das schon wieder bringen soll. Dass ich mir mein Gesicht anmalen kann. Aber hallo, Fröschlein. Wir wollen euch jetzt mal gut machen. Da ihr alle so auf dem Stück Haufen steht, sollte das auch kein Problem sein. Warum sie einfach nur schwarz sagt und den Zauber einsetzt. Wer weiß, wer weiß. Jawohl, ja, genau so. Sollte es laufen. Theodo als auch Theo steigen auch bald wieder ein Level. So, wir kämpfen uns jetzt hier durch die Brühe. Um ein Mars-Talisman zu bekommen. Hm. Was bringt er jetzt? Gegen Feuer? Move Magic Block Resistance. Hm. Also nur wieder, dass man sich nicht mehr. Entweder es Move, dass man sich nicht bewegen kann. Also. Move-Block, dass man sich entweder nicht bewegen kann oder dass man halt keine Moves mehr einsetzen kann. Anders macht zwar, glaube ich, mehr Sinn, dass ich weder, dass weder meine Techniken noch das andere Ding halt gemacht werden können. Ah, da kam der Kämpfer von dem Ding. Verdammt. Na gut. Aushalten sind sie auch. Oh ja, die haben ja auch 1800. Oh. Hätte man eigentlich so leicht nehmen sollen. Na, mal schauen. Schauen wir mal, was ein normaler Burn so bringt.
Ja, normaler Burn ist ganz schön stark. Schreimer. Aber nur Marek. Okay. Jawohl, diesmal hat das mit dem Cancel auch wieder wunderbar geklappt. Wie gesagt, solange man dann nur noch einen Gegner hat, geht das immer ziemlich gut. Dann noch ein bisschen Schaden zu vermeiden, indem man einfach nur einen Cancel einsetzt. So. Dann will ich mich mal durchheilen. Healing Herb. Und das Ding auf ihn. Gut, sollte reichen. Dann begeben wir uns noch mal kurz ein Stückchen zurück. Nämlich hierher, wo es dann den Weg weitergeht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen auf der Jagd nach Melphis. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.